Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Wir spielen heute zum ersten Mal Brawl Stars und viele werden sich denken, ey Danny, du bist ja mega hinten nach mit Brawl Stars und dieses Spiel gibt's ja schon ewig. Ja Leute, stimmt, dieses Spiel gibt's schon seit 2017 im kanadischen App Store und ja, seit einiger Zeit gibt es die auch in den ganzen skandinavischen App Stores. Aber ich wollte mir dieses Spiel nicht vor dem Global Release holen und der war gestern am 12. Dezember 2018 und da habe ich mir dieses Spiel gleich mal runtergeladen und ja, ich war richtig gehypt auf dieses Spiel, denn dieses Spiel ist von denselben Entwicklern wie auch Clash Royale und Clash of Clans und das waren beide Spiele, die mega gut waren. Deswegen war ich schon sehr gespannt, wie sich Brawl Stars hier entwickeln wird. Viele deutsche YouTuber haben dieses Spiel schon vorher gespielt, denn man konnte sich ja einfach einen skandinavischen App Store Account sich anlegen und dann konnte man sich dieses Spiel auch schon runterladen. Aber ich habe gewartet, Leute, und hier ist es endlich. Habt ihr dieses Spiel schon runtergeladen? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ihr dieses Spiel auch schon spielt. So, wir spielen momentan Juwelenjagd und wir müssen schauen, dass wir hier 10 Juwelen bekommen, also das Team 10 Juwelen bekommt. Ihr seht schon, man spielt hier nicht alleine, sondern man ist hier auf seine Teamkollegen angewiesen und es gibt sehr viele verschiedene Brawler und jeder hat andere Eigenschaften und das macht dieses Spiel eigentlich so interessant. So, ich darf hier nicht drauf gehen. So, ich bin drauf gegangen. Bitte, liebe Teamkollegen, holt euch meine Juwelen, die ich gerade verloren habe, denn wenn ich hier Juwelen sammle und ich werde hier zerstört, verliere ich einfach alle Juwelen, die ich hatte und das war gerade der Fall. So, der ist gleich mal weg. Yes, so. Und man ladet sich auch automatisch auf, wenn man hier... Oh, die Gegner haben 10 Juwelen. Wir müssen einen killen, damit die hier irgendwie nicht mehr 10 Juwelen haben. So, da oben, die hat 9. So, auf die müssen wir gehen. Auf die müssen wir gehen. Komm, hilf mir. Nein! Yes. Wir haben es geschafft. Aber sie haben schon wieder hier die 11 Juwelen. Da müssen wir schauen, damit wir die in 13 Sekunden jetzt wieder wegbekommen. So, der hat sich natürlich versteckt. Wäre auch blöd von ihm, wenn er sich mit seinen ganzen 15 Juwelen, die er hat, sich irgendwo hier in den Raum stellt und zerstört wird. Aber na gut, wir haben hier leider verloren. Ist so, Leute. Wir verlieren hier 2 Pokale, glaube ich. Wenn man gewinnt, bekommt man 6 Pokale. Wenn man der beste Spieler ist, bekommt man 8 Pokale. Ja, das war gerade Juwelenjagd. Es gibt auch viele andere Ereignisse, nennt sich das hier. Die ändern sich auch, ihr seht schon, Juwelenjagd, neues Ereignis in 21 Stunden und 2 Minuten, Showdown gibt es sonst noch, das ist so ähnlich wie Battle Royale, Sonderereignis, tägliche Ereignisse und dicke Ereignisse. Ich habe leider noch nicht so viele Trophäen, deswegen muss ich das noch alles freischalten. Aber Leute, ich möchte euch heute ein Angebot zeigen und zwar gibt es hier im Shop momentan ein Level 5 Pack Angebot. Das bekommt man, wenn man Level 5 aufsteigt und da gibt es eine Megabox und 80 Juwelen. Was ist eine Megabox? Die Megabox ist einfach eine große Box, denn es gibt auch wie bei jedem anderen Spiel momentan Lootboxen, die man hier einfach öffnen kann. Ich kann euch momentan keine Gratisbox zeigen, weil ich so gierig war und ich schon alle geöffnet habe, aber wir werden uns die Megabox holen. Das ist die größte Box in diesem Spiel, glaube ich. Wahrscheinlich gibt es irgendwann noch andere Boxen, aber momentan ist es die größte Box. Und man bekommt auch bei diesem Angebot 80 Juwelen, rendiert sich eigentlich ziemlich, denn 80 Juwelen kosten 5,49 € und die Megabox kostet 80 Juwelen, also auch 5,49 €, das sind ungefähr 11 Euro und das Angebot kostet 2,29 € und das werden wir uns gleich mal holen, um zu schauen, was in dieser Megabox drinnen ist. So, die Megabox, Leute, wir tippen hier gleich mal, um die zu öffnen, aber zuerst mache ich mal einen Screenshot. Was haben wir hier drinnen? Man kann sich über die Boxen neue Brawler freischalten und man bekommt eben auch die Münzen und man bekommt auch Karten, nenne ich es jetzt mal, damit man damit man seine bestehenden Brawler upgraden kann, denn das ist auch ein wichtiger Teil, dass die stärker werden. So, wir bekommen jetzt mal 267 Münzen, was sehr gut ist. Hier sind diese Powerpunkte, mit denen man die Brawler upgraden kann. Wir bekommen hier 12 für Shelly, 28 für Colt, das heißt, wir können den upgraden. Dann für Nita bekommen wir 57, richtig krass. Und für Barley bekommen wir 64 Powerpunkte. So, einen verbleibenden Boni haben wir noch. So, Bonus Markenverdoppler, auch nicht schlecht. Sehr cool, denn mit den Marken kann man sich Gratiskisten freischalten. Wie es auch in anderen Spielen der Fall ist, dass wenn man viel spielt, dass man hier, ja, sich Marken holen kann. So,
Ja, ihr seht schon, da unten sind diese Kisten. Es gibt diese Star-Marken, die bekommt man wirklich schwierig. Da bekommt man, wenn man 10 hat, bekommt man eine größere Box. Das ist eine große Box. Wow, ich war richtig mit meiner Annahme. Und da gibt es die kleinen Boxen. Dafür braucht man 100 Marken, die man sich eben erspielen kann, wenn man hier ganz normal einen Brawl spielt. Ich zeige euch noch schnell die Trophäenstrecke. Hier kann man sehr, sehr viel freischalten, ist mehr oder weniger wie eine Saison, aber hier, das geht immer, also die ist immer die gleiche und hier kann man sich auch sehr, sehr viel freischalten und hier gehen dann auch die Ligen los, ab hier, ab 1000 Pokale, nein, schon davor, ab 500 Pokale wird man hier in die erste Liga gerankt und man kann sich auch einen Brawler freischalten, denn die Brawler haben auch verschiedene Seltenheitsgrade. Das sind alles Brawler, die man sich freischalten kann. Shelly ist der erste. Nita kann man sich durch den Meilenstein freischalten und auch Colt kann man sich durch einen Meilenstein freischalten. Ich habe bis jetzt Barley als einzigen als einzigen Brawler aus einer Box freigeschaltet und Barley ist ein seltener Kämpfer. Und das sind die, die es noch gibt. Insgesamt gibt es 22 Brawler, also da gibt es schon noch einiges frei zu spielen. Ich werde dieses Spiel auch noch oft spielen, Leute, im Stream, als Video, alles mögliche wird es zu diesem Spiel geben, denn ich finde es richtig cool. Und wir werden hier gleich mal noch ein anderes Ereignis spielen, also einen anderen Spielmodus, und zwar Solo Showdown am Schädelufer. Das ist wie ein Battle Royale, also hier werden 10 Spieler auf einem Map zusammengeworfen und der, der als letztes übrig bleibt, gewinnt auch das Spiel. Wir spielen das Ganze als Colt. Eigentlich hätte ich euch auch einen anderen Charakter zeigen können, aber dafür haben wir noch genug Zeit. So, ihr seht schon, hier gibt es diese Boxen und da oben ist schon eine Shelly und da ist noch eine Shelly. So, wir graden uns hier gleich mal ab und wurden leider gleich besiegt. Das war wohl gar nichts. Ja, verlassen wir das. Wir bekommen minus 4 Pokale, was nicht so cool ist, aber na gut. Und was auch noch eine Besonderheit ist, man muss sich mit jedem Brawler Einzelpokale holen, also man muss mehr oder weniger alle Brawler spielen, man kann sich also nicht nur auf einen verlassen, weil man einfach so gut ist. Ihr seht schon, mit Colt habe ich bis jetzt die meisten Pokale, da habe ich 67 Pokale, dann gibt es noch Nita, da habe ich 18 Pokale, die ist auf Rang 2 und mit Shelly habe ich 44. Barley habe ich noch nie gespielt, aber wir werden hier gleich mal Nita upgraden, denn dann ist Nita auf Power Level 4 und ich finde Nita ist eigentlich eine sehr, sehr gute Brawlerin. So, 75 kostet das Ganze und somit können wir die upgraden. Leider können wir sie nicht nochmal upgraden, dafür bräuchten wir noch 27 dieser Powerpunkte. Sollten wir, ja, Colt graden wir auch gleich ab. Der ist momentan erst auf Level 1, obwohl ich den mega gut finde. Also das ist mir so zum Zielen. Ich kann euch ja kurz mal Shelly zeigen. Nein, spielen wir mit Nita. Nita ist sehr interessant. Denn die kann so einen Bären beschwören, der mitkämpft. Und ja, falls ihr euch fragt, auf was ich dieses Spiel spiele, ich spiele dieses Spiel auf meinem iPad. Oh, genau, jetzt spielen wir wieder diesen Spielmodus, weil wir den umgeschaltet haben. So, und ihr seht schon, Nita hat um einiges mehr Lebenspunkte, als Colt hatte. Und sie macht auch so eine Schockwelle in eine Richtung. Ich will diese Box, denn durch diese Box wird man stärker. Wow, 2250 Leben habe ich noch. Und ihr seht schon, wenn man hier lange nicht kämpft, dann bekommt man auch hier wieder Leben zurück. So, meinen Bären kann ich leider noch nicht einsetzen. So, Tony. Der geht gleich mal drauf. Ja, den haben wir besiegt. Und auch wenn man einen Brawler besiegt, bekommt man hier diese Punkte. Ich habe schon 3 Powerpunkte. Und somit bin ich um einiges stärker. Beat hat noch gar keine. Und ihr seht schon, ich mache jetzt mega viel Schaden. So, jetzt kann ich endlich meinen Bären einsetzen. Den wirft man einfach rüber und auf einmal ist da so ein fetter Bär, der für einen kämpft. Deswegen finde ich Nita richtig krass. Kommt schon, yes! So, jetzt habe ich schon 6 Powerpunkte. Das heißt, ich bin richtig OP eigentlich. Yes! So, noch einen Powerpunkt. So, dieser Brawler da oben hat auch schon 7 Powerpunkte. Oh, da versteckt sich jemand im Gras. Die versucht sich hier auch im Gras zu verstecken. Aber nö, nicht mit mir. Und somit haben wir diesen Showdown gewonnen. Wir bekommen gleich mal 8 Pokale. Sehr gut. Ja, ihr seht schon, es ist richtig schwierig, hier Pokale zu bekommen. Und jeder Brawler hat hier eben nur sein, hat hier seinen eigenen Pokalvorrat, nenne ich das Ganze mal. Wir bekommen insgesamt 60 Marken und wir sind auch ein Level aufgestiegen. Wir sind jetzt auf Level 6. Gibt es da auch gleich mal wieder ein Angebot.
Ne, gibt's nicht. Wir könnten uns hier einen seltenen Brawler holen, aber das werden wir uns im nächsten, den werden wir uns im nächsten Video holen. So, was gibt's noch? Ach genau, ich wollte euch die Rangliste zeigen und hier sieht man den Global, die Global Rangliste und der beste Spieler hat einfach mal 16.326 Pokale und in Österreich ist der beste Spieler mit 11.122 Pokalen. Aber hier ist es eigentlich sehr, sehr leicht reinzukommen. Ich hoffe, ich bin bald unter den Top 200 in Österreich. Ich werde dieses Wochenende diese Spieler richtig suchen. Denn der 200, der hat hier 2441 Pokale und ich glaube, das ist machbar. Ich glaube nicht so schnell, denn ihr seht schon, ein Kampf dauert so 3 Minuten, so 2 Minuten. Man bekommt so 6 Pokale, nicht immer, sagen wir im Durchschnitt 3 Pokale, weil man verliert ja auch mal. Also muss man da schon richtig viel spielen, um so hoch zu kommen. Aber na gut, man kann auch hier Clubs gründen. Ich werde natürlich meinen eigenen Club hier noch gründen, Leute. Da könnt ihr dann alle reinkommen, denn das coole in Brawl Stars ist auch, die Clubs können bis zu 100 Mitglieder haben. Das ist bei keinem Spiel bis jetzt so. Deswegen freut euch auf alle Fälle. Ich freue mich auch, damit wir hier zusammen spielen können. Ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Falls dir gefallen hat, Daumen nach oben geben. Falls du neu bist, würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Schreibt mir doch auch noch euren Lieblingsbrawler in die Beschreibung, in die Kommentare. Nur ich kann was in die Beschreibung schreiben. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.